Das ist unsere 30 Meter Tolpenkette mit der Bezeichnung T300. Und jetzt gehen wir erstmal an die Stützen und klappen die Stützen erstmal aus. So, jetzt kommen wir also an die Abstützung. Es gibt also zwei Stützvarianten, einmal breit und einmal schmal. Die breite Abstützung nutzt man, wenn man halt Platz genug hat und die maximale Reichweite erreichen möchte. Und Schmalabstützung nutzt man, wenn man halt nicht so viel Platz hat für die Stützen, dann hat man aber nicht die maximale seitliche Reichweite. Und jetzt klappen wir mal die Stütze aus. Man muss als erstes die Verriegelung nach oben ziehen, den Bolzen zur Seite schieben und dann kann man manuell die Stütze ausschwenken. Und jetzt in unserem Falle stützen wir breit ab, also muss der Bolzen auch in die breite Abstützung. Und wichtig ist es, dass die Verriegelung eingerastet ist, dass der Bolzen also richtig verriegelt ist, dass er sich nicht lösen kann. Wenn wir dann die Stützen ausgeklappt haben, glühen wir den kalten Motor erstmal vor für ein paar Sekunden. Das sieht man dann auch, dass die Leuchte für die Glühwendel angeht. Dann lassen wir die Taste los und mit Hilfe des Zündschlüssels starten wir dann den Motor. Wenn dann der Motor läuft, muss ich als erstes die Fernbedienung an die Maschine anlernen. Dafür muss ich die Fernbedienung erstmal einschalten. Dafür ziehe ich den Notausschalter raus, schalte hier unten die Fernbedienung ein. Dann piepst die Fernbedienung einmal. Die grüne LED fängt an zu blinken. Das Display geht an. Und wenn das Display an ist, danach quittiere ich die Fernbedienung einmal an mit Hilfe der grünen Taste. Jetzt ist die Fernbedienung mit der Maschine verbunden. Um die Stützen ausfahren zu können, schalte ich halt hier auf den Stützbetrieb und dann habe ich für jede Stütze einen einzelnen Hebel. Hier sind auch nochmal Nummern draufgeschrieben, hier zum Beispiel die 1, die 4, die 3 und die 2 und dieselben Nummern finden Sie dann auch auf der Stütze, damit Sie wissen, welcher Hebel für welche Stütze ist. Wenn Sie den Joystick nach vorne betätigen, fährt die Stütze runter Richtung Boden, das ist auch hier gekennzeichnet. Und wenn Sie den Joystick auf sich zuziehen, fährt die Stütze nach oben. Ist auch hier wiederum gekennzeichnet. Und dann kann ich mit den Joysticks die einzelnen Stützen ausfahren. Anhand der Libelle, die wir hier sehen, müssen wir jetzt die Maschine ausnivellieren. Wenn wir die Stützen ausgeklappt haben, ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Stützen richtig verriegelt sind und die Betätigung ganz runtergedrückt ist. Ansonsten gibt die Stütze nicht frei. Beim Abstützvorgang ist es natürlich ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Stütze nicht im Bereich eines Kanaldeckels, Gullideckel oder dass unten irgendwelche Schächte drunter verlaufen ist, damit der Boden halt nicht in dem Moment, wo ich abstütze, einsackt. Wenn wir dann alle vier Stützen ausnivelliert haben und Stützdruck haben, zeigt das uns die grüne Lampe hier an. Die leuchtet also nur, wenn alle vier Stützen richtigen Stützdruck haben. Jetzt, wo die Maschine abgestützt ist und auch ausnivelliert ist, müssen wir an der Fernbedienung den Wahlschalter aufs Arbeiten umstellen. Jetzt können wir in den Korb einsteigen und vom Korb aus mit der Maschine arbeiten. Jetzt im Korb angekommen, klappen wir die Pultbedeckung auf und stecken die Fernbedienung in die dafür vorgesehene Vorrichtung. Wenn wir sie jetzt in der Vorrichtung eingesteckt haben, können wir jetzt die einzelnen Bewegungen fahren. Hier haben wir einmal Teleskop aus, dann mache ich den linken Joystick nach vorne. Teleskop ein wäre der ganz linke Joystick nach unten. Daneben der Joystick ist für den Oberwagen schwenken. Schwenken nach links wäre der Joystick nach vorne. Und schwenken nach rechts des Oberwagens wäre Joystick auf dich zuziehen. Dann haben wir die beiden Joysticks. Ganz rechts der Joystick nach vorne wäre der Hubarm heben. Als erstes heben wir den Hubarm an, damit wir aus der Auflage unten rauskommen. Ganz rechts der Joystick nach unten wäre Hubarm senken. Daneben der Joystick ist für den Korbarm. Wenn Sie den Joystick nach vorne machen, heben Sie den Korbarm. Und wenn Sie den Joystick auf sich zuziehen, senken Sie den Korbarm. Dann haben wir oben die Kipptaster. Der rechte Kipptaster ist einmal für die Korbneigung. Falls der Korb mal nach vorne oder nach hinten geneigt ist, kann man ihn hier manuell wieder ausrichten. Entweder nach vorne oder nach hinten. Und daneben der Kippschalter ist für das Korbschwenken. Entweder nach links oder nach rechts. Wenn wir dann mit Arbeiten fertig sind und die Stützen wieder einfahren wollen, wählen wir wieder mit Hilfe des Wählschalters den Stützbetrieb ein und können dann mit Hilfe der Joysticks alle vier Stützen einfahren.
Nachdem wir also die Stützen jetzt manuell eingeklappt haben, wählen wir an unserem Wahlschalter das Fahren an, also ganz nach links drehen. Und dann können wir mit Hilfe der zwei äußeren Joysticks die Ketten in Bewegung setzen. Das Kabel ist die Zuleitung für die Korbsteckdose. Sie müssen den Stecker in Ihr Verlängerungskabel stecken oder in die Steckdose stecken. Dann müssen Sie darauf achten, dass der FI-Schutzschalter und der Sicherungsautomat eingeschaltet ist. Und dann haben Sie hinten im Korb eine Korbsteckdose und dann ist im Gerät ein Verlängerungskabel verlegt, sodass Sie Strom im Korb haben und aber kein Kabel am Korb runterbaumeln lassen müssen. Hier haben Sie also dann die zwei Korbsteckdosen. Wenn Sie unten die Einspeisung eingesteckt haben, haben Sie hier Strom drauf. Und hier haben wir also den Kasten für die Bedienungsanleitung. Hier ist die Bedienungsanleitung drin. Und hier vorne drauf sind auch nochmal wichtige Angaben, wie zum Beispiel, dass wir eine maximale Korblast haben von 200 Kilo und maximal zwei Personen. Wir dürfen weder die Personenzahl noch die maximale Tragfähigkeit überschreiten. Wir sollen natürlich Abstand halten von elektrischen Leitungen. Ja. Wir dürfen keine Lasten an dem Korb dranhängen, um die Bühne als Kran zu benutzen. Wir dürfen die Arbeitsbühne draußen benutzen bis maximal 12,5 Meter pro Sekunde, was der Windstärke 6 entspricht. Sobald wir darüber hinaus sind mit unserem Wind, müssen wir die Arbeiten einstellen und die Maschine in Grundstellung bringen. Und wir dürfen maximal 400 Newton, das sind ca. 40 Kilogramm Handkraft im Korb, aufbringen, um zum Beispiel uns abzustützen beim Bohren mit einer Schlagbohrmaschine in die Wand. Falls der Akku der Fernbedienung mal leer ist, können Sie den Akku hier entnehmen. Und hier hinter der Klappe befindet sich das Ladegerät, wo der Ersatzakku auch drin ist. Nehmen Sie den Ersatzakku hier raus und setzen Sie ihn dann einfach in die Fernbedienung ein. So, das war unsere Tulpenkette T300. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Arbeiten. Jetzt fahre ich sie wieder weg.